etwas für dich. Auch für euch natürlich. Etwas, das du aber sicherlich nicht schaffst. Gib schon her. Also bitte. Du sollst in diese Flasche eine kleine Papierkugel hineinsetzen. Bitte schön. Ja, lächerlich. Dann versuch's. Na klar kann ich das. Und doch. Hoppala. Da war's noch einmal. Das ist nur die Papierkugel, ja? Ja, ich weiß schon. Hineinpassen. Und? Oh, runtergefallen. Ja, ich hab's gesehen. Die soll da drinnen sein. Okay, ja? Kein Problem damit. Na, aber du musst nicht drinnen bleiben. Nein, na? Du darfst ja auch ein Stück weiter hineinschieben. Okay. Gut. Lass du ruhig ein Stückchen weiter hinein. So. Ja, ja, ja. Oh, aber jetzt. Aber jetzt. Und komm. Gut. Leider wieder nicht. Kein Problem. Kathi ist noch eine Weile beschäftigt. In der Zwischenzeit zeige ich euch, was wir heute sonst noch alles entdecken und erleben können. Im Forscher Express zeigen wir euch heute Stroheim-Experimente. Wir vergleichen die Spitzenleistungen von Mensch und Tier. Wie lernen Roboter das Fußballspielen? Rätselhafte Fotos. Was stimmt da nicht? Und viele andere spannende Experimente. Thomas? Ja? Wetten, ich kann diesen Trinkhalm hypnotisieren. Ja. Du meinst, der tut dann, was du willst? Exakt. Das glaube ich nicht. Dann pass mal auf. Das will ich nicht sagen. Ich habe sie vorbereitet. Ja. Mach, was ich dir sage. Ich hypnotisiere dich. Schwebe an meiner Hand. Schwebe an meiner Hand. Kleine Unterbrechung. Ja? Ich habe den Trinkhalm natürlich nicht hypnotisiert. Er schwebt an meiner Hand, weil ich ihn elektrostatisch geladen habe. Alles an uns und um uns herum besteht aus geladenen Teilchen, aus positiven oder negativen Teilchen, auch der Trinkhalm. Durch das Reiben mit der Papierhülle werden die Ladungen des Trinkhalms durcheinander gebracht. Es können jetzt zum Beispiel mehr positive Ladungen sein. Meine Hand aber ist weiter ausgeglichen geladen. Kommt jetzt der unregelmäßig geladene Trinkhalm drauf, bleibt er haften. Es sind die Ladungen, die das bewirken. Ihr könnt den Trinkhalm übrigens an frisch gewaschenen Haaren oder an einem Wollschal reiben. Wichtig ist allerdings, dass der Trinkhalm trocken ist und eure Hand auch. Und im Winter klappt es etwas besser als im Sommer. Echt guter Trick. Ich habe auch einen für euch. Dazu braucht ihr wieder einen Strohhalm. Vielleicht einen etwas dünneren. Damit funktioniert es besser. Und die Hälfte reicht. Und dann braucht ihr kleine Käsestücke. Es geht auch um kleine Gurkenstücke, sogar Kirschen. Nehmen wir diese hier. An jedes Ende des Strohhalms jetzt ein Stück Käsestück. Eins. Auch eins. So. Und schon kann es losgehen. Ihr nehmt jetzt das Ganze in die Hand, Arm ausstrecken, ein Auge zu und mit dem zweiten schaut ihr auf dieses Käsestück. Achtung, und jetzt langsam so annähern. Und? Der Käse ist weg, Thomas! So ist es! Der ist weg, eine Seite ist weg, da ist kein Käse mehr drauf. Schau mal nach. Der ist aber schon da. Ja, unglaublich. Unglaublich. Wie das funktioniert? Ja, dazu müssen wir ins Innere des Auges sehen. So sieht unser Auge innen aus. Das Licht fällt durch die Pupille und trifft hinten auf die Netzhaut. Schauen wir ein Stück Käse an, so fällt das Licht vom Käse ins Auge auf die Netzhaut und die Nerven melden sofort ans Gehirn, was sie da aufgefangen haben. Das Gehirn erkennt, Käse. In unserem Auge aber gibt es einen Punkt, dort tritt der große Sehnerv in das Auge ein und dort sehen wir nicht. Unser Gehirn gleicht das aber aus und wir bemerken diesen Blinden nicht. Beim Experiment mit dem Trinkhalm aber gibt es eine Stelle, an der das Licht vom Käsestück genau auf den blinden Fleck tritt. Da wir dort nicht sehen, scheint der Käse verschwunden. Und weg. Und weg. Thomas, dein Experiment hat einen großen Vorteil. Und der wäre? Ist es gemacht? Komm ins Auge.
zur Porsche Express Meisterschaft Tiere gegen Spitzensportler. Es gibt diese Disziplinen. Schwimmen, Weitsprung, Laufen, Schwimmen und Werfen. Erster Bewerb, Schwimmen. Am Start ein Spitzenschwimmer. Gegen ihn tritt an der Delfin. Das war der Anpfiff. Achtung, Sie schwimmen los, sonst Sie kommen in Kürze zur Geschwindigkeitsmessung. Achtung! Das ist eindeutig. Der Spitzenschwimmer schafft eine Spitzengeschwindigkeit von 7 Stundenkilometern und hat damit keine Chance gegen den Delfin, der 46 Stundenkilometer schnell schwimmen kann. Nächster Bewerb, Weitsprung. Am Start der Flug. Er ist etwas so groß wie der Kopf einer Stecknadel. Er springt bis zu 60 cm weit. Das bedeutet 200 mal so weit, wie er selbst groß ist. Hier ein Spitzenweitspringer, der aber gegen den Flo keine Chance hat. Da der Springer viel größer ist, müsste er 350 Meter weit springen. Das entspricht 3 Fußballfeldern. Ja, ja, super, der Typ geht an den Flo. Die nächsten Sportler sind bereits gestartet zum 100-Meter-Laufen. Ihre Spitzengeschwindigkeit? 36 Stundenkilometer. Gegen sie tritt der Gebadra. Er kann seine Spitzengeschwindigkeit bis zu 800 Meter lang halten und erreicht 120 Stundenkilometer. Damit ist er der Gewinner. Hat der Mensch im Gewichtstemmen Chancen, gegen Tiere zu gewinnen? Dieser Stemmer schafft fast 260 Kilogramm. Das ist fast doppelt so viel, wie er selbst wiegt. Nicht schlecht. Sein Gegner ist klein und ist ein Nashornkäfer. Er lebt im Urwald, wo er sich durch den Boden wühlt. Dabei kann er Lasten tragen, die 850 mal so schwer sind wie er. Das bedeutet, unser Stemmer müsste, um zu gewinnen, 1, 2, 3, 4 ganze Löschfahrzeuge schaffen. Es steht zudem 4:0 für die Tiere. Nächster Bewerb, werfen und schleudern. Am Start der Schützenfisch. Dieser Fisch spuckt gezielt seine Beute. Kleine Insekten aus dem Wasser vom Ast. Er spuckt dabei das Wasser etwa 6-mal so weit, wie er selbst lang ist. An den Start geht auch der Streifenskunk. Seinen Namen Stinktier verdankt er einer stinkenden Flüssigkeit, die er 10-mal so weit spritzen kann, wie er lang ist. Dagegen treten an der Kugelstoßer und der Diskuswerfer. Der Weltrekord im Kugelstoßen liegt bei 23 Metern, im Diskuswerfen bei 74 Metern. Das ist 13-mal so weit, wie der Sportler groß ist. Und beim Diskuswerfen sogar fast 40-mal so weit. Diesen Bewerb gewinnen die Sportler. Na gut, wir lassen es gelten, aber ganz ehrlich, wenn wir gegen Skunk und Schützenfisch auf die gleiche Weise antreten müssten, wie Sie das so tun, wir hätten keine Chance. Vornamen bedeuten. Carina. Ist italienisch und heißt die Hübsche. Pascal kommt aus dem Lateinischen und bedeutet das Osterfest. Damit wir das Lineal weit über die Tischkante ragen lassen können. Und den Hammer ebenfalls. Ohne dass die beiden hinunterfallen. Ihr braucht Farben, Lineal, Hammer und ein Isolierband. Mit dem Isolierband macht ihr hinten am Hammerstiel eine kleine Manschette. Dann knotet den Faden rundherum und knüpft eine Schlinge. Genau so groß, so, ja, durchpassend.
gespannt. Wenn ihr das Ganze jetzt auf die Tischplatte legt, dann fällt es nicht runter. Wir trauen sogar noch mehr. Ihr könnt das Lineal noch ein Stück. Es ragt schon mehr als die Hälfte hinaus und noch immer fällt es nicht hinunter. Sehr mutig. Jetzt liegt nur noch ein winziger Teil des Lineals hier auf dem Tisch. Der Rest ragt drüber. Und trotzdem fallen Hammer und Lineal hier unter. Ich habe den Schwerpunkt, dort wo die Erfahrungskraft am meisten zieht. Und in dem Fall bei uns ist es der Hammerkopf. Die Schwerkraft, die zieht den Hammerkopf nach unten. Dadurch wird der Stiel des Hammers nach oben gegen das Lineal gedrückt und auf diese Art und Weise wird das Ende des Lineals auf die Tischkante gepresst. Es hat also mit dem Schwerpunkt zu tun. Und bei uns ist der Schwerpunkt unter der Tischplatte und deswegen bleibt das Lineal auf dem Tisch. Wie kann man einen großen Luftballon kleiner bekommen? Der Ballon muss verknotet bleiben, es darf also keine Luft abgelassen werden. Und der Ballon Schale zu drücken, das funktioniert nicht. Es ist aber möglich, einen Luftballon schrumpfen zu lassen. Legt ihn dazu einfach in den Tiefkühler hinein. Wichtig ist, den Ballon nicht hineinquetschen und er soll auch nirgendwo anstreifen, denn sonst wird er fest und platzt. Einfach locker hinein. Und dann heißt es warten. Ungefähr 5 Minuten. So. Und jetzt schauen wir mal nach. Der ist aufgelöst und er ist eindeutig geschrumpft. Er ist weicher als deiner. Er ist runder als deiner. Und er ist viel kleiner. Aber was ist da geschehen? Der Ballon ist mit Luft prall gefüllt. Bei Zimmertemperatur. Im Tiefkühler aber beträgt die Temperatur nur etwa minus 25 Grad Celsius. Die Luft zieht sich in der Kälte zusammen, sie schrumpft. Ja, und weil jetzt nicht genug Luft da ist, zieht sich auch die Gummihaut des Ballons zusammen. Der Ballon ist nicht mehr so breit gefüllt, er wird kleiner. Hier im Forschexpress können wir mit diesem Trick sogar Ballontiere zum Leben erwecken. Sind unsere Ballonkäfchen prall und voll, aber nicht mehr lange. Wir tauchen sie nämlich jetzt in diese Flüssigkeit hier ein. Achtung! Was hier heraustropft, das ist flüssige Luft, um ganz genau zu sein, flüssiger Stickstoff. Im Tiefkühler beträgt die Temperatur etwa minus 25 Grad Celsius. Damit Stickstoff aber flüssig wird, unsere Luft, muss er abgekühlt werden auf minus 196 Grad Celsius. Und wenn wir ein Ballontier jetzt hier eintauchen, ja, dann zieht sich die Luft wieder zusammen. Sie wird abgekühlt und das Ballontier, das schrumpft. Oje. Bitte, Kathi. Dankeschön. Wird die Luft aber wieder erwärmt, dehnt sie sich aus, und mein Ballontierchen beginnt wieder zu wachsen. Einen Luftballon schrumpfen zu lassen, ohne die Luft auszulassen, kein Problem. Kühlt ihn tief. Mikroskop. Was sehe hier? Stark vergrößert. Stachelig sieht's aus. Schon eine Idee, was das sein könnte? Hey, eine Säge? Ah, ich glaube, das ist ein Flügel von einer Fliege.
menschlichen Fußballer zu. Aber heute erforschen wir, wie Roboter das Fußballspielen lernen können. Hier bin ich richtig, im Roboterlabor der Technischen Universität in Graz. Und da sehen Sie, die Roboterkicker. Dieses Hütchen soll Fußball spielen können, denkt ihr? Es kann. Los! Ja! Was braucht ein erfolgreicher Fußballroboter? Erstens, Beweglichkeit. Was dem Fußballer seine Beine, das sind dem Fußballroboter seine Rollen. Er kann damit blitzschnell nach vor, aber auch zurückfahren und zur Seite. Weiters braucht ein Fußballroboter Orientierung. Fußballer haben Augen und Ohren. Sie sehen ihre Mitspieler und sie hören, was sich rund um sie tut. Fußballroboter haben eine Kamera hier eingebaut. Und damit der Roboter alles sieht, was sich rund um ihn tut, gibt es oben diesen gebogenen Spiegel. Er liefert ein Rundumbild. Die Kamera nimmt es auf und leitet die Daten weiter an den eingebauten Computer. Hindernisse spürt der Roboter mit der Hilfe von Ultraschall und Laser auf. Hier der Beweis. Er fährt los, will zum Ball. Stelle ich ihm das Hindernis in den Weg, weicht er auch schon aus. Wie das Ganze funktioniert? Laser und Ultraschall erkennen das Hindernis, leiten die Information an den Computer weiter und der trifft sofort die Entscheidung, Achtung, ausweichen. Aber Moment, dem Ball soll der Roboter ja nicht ausweichen. Deswegen braucht er drittens einen Computer. Der Computer hat alle Informationen gespeichert und er trifft auch die Entscheidungen. Der Computer ist das Hirn des Fußballroboters. Ja, und dieses Computerhirn muss trainiert werden. Tipp den Ball in das blaue Tor. Und der Ball ist rot. Ups. Au, rot sind aber auch meine Schuhe. Das heißt, die möchte er jetzt auch schon kicken. Nein, das ist ein Irrtum. Meine Schuhe nicht. Und jetzt führe ich euch vor, wie der Computer eines Fußballroboters denkt. Das ist unser Spieler, markiert mit Wascherexpress. Los geht's. Roter Ball in das gelbe Tor. Voran. Handklatsch. Kein Problem, weiterfahren. Roter Ball ins gelbe Tor. Gegner, ausweichen. Tor nahe. Schuss. Roboter-Fußballmeisterschaften werden auf der ganzen Welt abgehalten. Und diese Spieler hier, die waren schon sehr erfolgreich. Übrigens werden Fußballroboter nicht zum Spaß gebaut, sondern an Universitäten zu Forschungszwecken. Oh, vielen herzlichen Dank. Praktisch. Und so ein Roboter zum Zimmer aufräumen, das wäre was. Kommen wir euch verändert vor? Was ist anders an uns? Haben wir eine andere Augenfarbe? Oder vielleicht andere Nasen? Oder hat sich die Form unserer Ohren verändert? Hier kommt die Lösung. So kennt ihr mich normal. Vorhin aber habe ich auch so ausgesehen. Aber wie ist es möglich, dass ich normalerweise so aussehe? Jetzt aber so? Wir glauben immer, dass unser Gesicht regelmäßig ist. Dass linke und rechte Gesichtshälfte völlig gleich sind. In Wirklichkeit ist es aber nicht so. Unsere beiden Gesichtshälften sind unterschiedlich. Sichtbar machen könnt ihr das mit Hilfe eines Computers und mit Hilfe eines Programmes, mit dem man Fotos bearbeiten kann. Gebt ein Foto ein, am besten von einem Erwachsenen, und dann spiegelt es. So, das ist das gleiche Bild, aber eben spiegelverkehrt. Dann druckt euer normales Bild und das Gespiegelte aus. Bei meinem Foto kann man das gut an dem Scheitel erkennen, welches gespiegelt ist. Legt die Bilder auf und zeigt das gespiegelte Gesicht in der Mitte. Nehmt genau die Hälfte des Gesichtes und legt die gespiegelte Hälfte, die rechte Seite, auf das normale Gesicht. Und jetzt hast du ein Gesicht aus zwei, oh mein Gott, rechten Gesichtshälften und oben sieht ganz anders aus. Ja, warte mal, was passiert jetzt? Das stinkt ja irgendwie. Ja, aber schau mal, was da passiert. Jetzt hast du wesentlich dünner aus. Zeig nochmal die andere. Das gibt's ja nicht.
Wahnsinn! Und noch einmal. Zwei Geschwister, ein Mensch. Sensationell. Unsere Gesichtshälften sind also nicht gleich. Beim erwachsenen Menschen ist das besonders stark ausgeprägt. Sichtbar machen könnt ihr es, indem ihr ein Gesicht zusammensetzt aus einer linken Gesichtshälfte und der gespiegelten linken oder aus einer rechten und der gespiegelten rechten Gesichtshälfte. Versucht das. Ob es roh oder gekocht ist. Und viele spannende Experimente.